Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime an diesem Freitag. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche, stressfrei natürlich. Und ja, ich habe mir jetzt hier meinen Kaffee gemacht. Ich habe jetzt einen neuen Kaffee. Mal gucken. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Habe ich sogar mit Chunky Flavor Vanille so ein bisschen verfeinert. Aber ich denke mal, morgen werde ich das mal ein bisschen anders machen. Denn es ist ein bisschen, ist mir ein bisschen zu süß. Ich bin ja eigentlich sonst so süß, aber ich glaube, ein bisschen weniger vielleicht oder halt weglassen. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall schmeckt der sehr, sehr gut. Ist noch sehr heiß. Und ja, und ich dachte mir, ich setze mich jetzt mal ran und mache einmal diese Folge für euch fertig. Ich habe nämlich sehr, sehr interessante Fälle dabei. Gerade der eine, den finde ich echt wirklich unfassbar, sag ich euch. Ja, heute ist bei mir Sonntag. Ich habe noch Urlaub und die nächsten 3 Tage auch noch frei. Also da denke ich mal, werde ich auch noch ein bisschen was produzieren und ein bisschen Vorarbeit leisten. Ich bin auch schon sehr, sehr weit jetzt mit den Folgen, die ich schon eingesprochen habe. Und ja, heute diese Folge für euch. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und schön ins Wochenende starten mit dieser Folge. Und ja, wir gehen im ersten Fall nach Großbritannien und zwar in das Jahr 1987. Ja, und zwar im ersten Fall, wie gesagt, Großbritannien, geht es eigentlich um 2 Fälle, die höchstwahrscheinlich zusammen miteinander verknüpft sind. Also nicht wundern, ich werde euch erstmal den ersten Fall erzählen und dann noch einen Fall von einer jungen Dame. Und zwar geht es jetzt hier erstmal um Rachel Applewaite. Rachel wurde 1964 geboren und 1987 war sie also 23 Jahre alt und ja, war 6 Monate lang schon mit ihrem 20-jährigen Freund zusammen. Sie lebten in einem DHSS-Hotel in London. Ich denke mal, das wird so eine Hotelmarke sein. Rachel arbeitete als Prostituierte. Es gab viel Stress um Geld, auf jeden Fall. Und ja, Rachel, so wurde sie beschrieben, war sehr laut, teilweise aggressiv und hatte sehr starke Alkoholprobleme. Am 24. Januar 1987 schauten sie zusammen fern im Hotelzimmer und zwar bis 18:30 Uhr. Kurz vor 19 Uhr kamen sie dann in die Cleveland Terrace an. Das ist wohl so die Gegend, wo sie dann so ihre ja, Kunden abgefangen hat, wie auch immer. Genau, es kam dann auch ein Mann im orangefarbenen Mini Cooper dort an, der sie dann angesprochen hat. Ich muss dazu sagen, ihr Freund kam mit, weil der immer so ein bisschen aufgepasst hat, was ja auch gut ist. Und ja, aber wie will er aufpassen? Also er hat dann da nur in das Auto reingeluschert, um zu gucken, ob da noch jemand auf dem Rücksitz ist oder so, oder ob derjenige alleine ist. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, er kann ja nicht die ganze Zeit dabei sein. Er fährt ja nicht mit. Und so kann er ja auch nicht die ganze Zeit auf sie aufpassen. Aber so im Vorfeld ist es auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, denke ich. Aber so
im Nachhinein natürlich nicht. So, Normalfall, also sie stieg in dieses orangefarben, in diesen orangefarbenen Mini Cooper ein und im Normalfall war sie immer so zwischen 25 und 30 Minuten unterwegs. Und ja, erst 21 Uhr kam sie dann wieder zurück. Ja, als sie dann aber wieder kam, war sie sehr betrunken. Also er muss dann wohl, denke ich mal, Alkohol gekauft haben. Und ja, es kam dann erneut zu einem Streit zwischen den beiden und da war halt ein Taxi. Sie wollte in das Taxi steigen und ihr Freund zog sie dann sozusagen aus dem Taxi wieder zurück. Also der Taxifahrer war dann in dem Moment Zeuge. Es war ein ganz normaler Streit zwischen den beiden und genau. Und der Taxifahrer beobachtete danach, dass beide in unterschiedliche Richtungen weggingen. Also ja, das hat er dann definitiv bestätigt. Das war auch das letzte Mal, dass Rachel überhaupt lebend oder so allgemein gesehen wurde. So ist ihr Freund, der kehrte ins Hotel zurück gegen 23 Uhr. Ja, sie kam aber nicht mehr zurück ins Hotel. Am 25. Januar, also einen Tag später, gab es trotzdem ein Lebenszeichen von Rachel. Man hat ja erst gedacht, dass irgendwas passiert, aber sie meldete sich noch und zwar, was ein bisschen komisch war, um 12:30 Uhr rief Rachel ihren Opa an, der im Altersheim war in Oxfordshire. Und zwar hat sie dort angerufen, um mit ihrem Vater zu sprechen, der gerade den Opa besuchte. Sie erzählte ihrem Vater, sie hat im Hotel nicht übernachtet, sie hat das Hotel verlassen und sie hat bei einer Freundin übernachtet. Aber warum rief sie überhaupt ihren Vater an, beziehungsweise warum erzählte sie ihm das überhaupt? Weil mehr kam dann nicht zustande. Sie wollte das irgendwie nur, also das nur erzählen. Das war's. Und ja, am selben Abend wurde Rachel dann nochmal gesehen und zwar in Begleitung einer unbekannten Frau und eines unbekannten Mannes. Und zwar im Kings Head Public House, ungefähr um 21:30 Uhr war das. Da war auch eine Gruppe von Frauen unterwegs. Genau, diese Gruppe machte sich über die Kleidung von Rachel lustig, sehr lautstark, sodass natürlich das einige mitbekommen haben, natürlich auch Rachel und ihre Begleitungen. Ja, es ging halt um die altmodische Kleidung, die sie trug. Sie war viel zu groß. Und wohl vermutlich nicht ihre Kleidung. Ja, die Frage ist, woher hat sie die? Denn auch die Freundin, bei der sie übernachtet hat, hätte ja sein können, dass sie die Klamotten von ihr hat, aber ihr passen diese Sachen auch nicht. Also die Frage ist immer noch im Raum, woher hat Rachel diese altmodischen und übergroßen Kleidungsstücke, die sie anhatte? Und ja, also Rachel wollte das nicht auf sich sitzen lassen und ging dann auf diese Gruppe von Frauen zu, um sie zu konfrontieren, was dann ihr Problem sei. Und ja, es ging dann sozusagen so eine kleine Rauferei, ein kleiner Kampf ging da wohl angeblich los. Und ja, bis dann um 22:30 Uhr das Ganze dann aufgelöst wurde. Rachel verließ die Kneipe mit einer weißen Plastiktüte, das haben Zeugen berichtet. Der unbekannte Mann, der vorher bei ihr war, folgte ihr nach draußen. Was dann passierte, also ob dieser Mann mit ihr zusammen irgendwo hingegangen ist, oder ob sie getrennte Wege gegangen sind, als sie draußen waren, das ist leider nicht belegt. Und einen Tag später, am 26. Januar 87 um 12 Uhr, wird dann leider, und ich finde das sehr creepy, die Leiche von Rachel gefunden, aber nicht einfach irgendwo,
sondern in einer abgeschlossenen Garage. Und jetzt ist natürlich klar, dass die Frage hier auch wieder mal aufkommt, wie um alles in der Welt ist ihre Leiche in eine abgeschlossene Garage gekommen und hat der Besitzer oder wem das auch gehört, etwas damit zu tun? Die Antwort ist zumindest hier nein. Denn die Besitzerin der Garage war einen Tag vorher dort und an diesem Tag, ja, kam sie wieder zur Garage, schloss diese auf und fand dann die Leiche von Rachel dort vor. Also ist halt die Frage, wie ist sie denn überhaupt da reingekommen? Weil es waren jetzt keine Einbruchsspuren und so weiter zu finden. Also für mich ist das einfach so jemand, der Zugang zu dem Schlüssel der Garage hatte. Hundertprozentig, aber weiter habe ich ja nichts gefunden dazu. Diese Garage war im Stadtteil Chelsea. Und ja, also so Rachel soll wohl erdrosselt worden sein und es gab auch stumpfe Gewalteinwirkungen gegen ihren Kopf und sie wurde auch verstümmelt, vielleicht durch eine Kettensäge. Da ist wieder die nächste Frage, die wir uns stellen. Wer hatte die Möglichkeit, mit einer Kettensäge ungestört eine Leiche zu bearbeiten? Und also es ist sozusagen nicht der Tatort oder wie auch immer. Sie wurde dort halt nur abgelegt in dieser Garage. Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, woher hatte Rachel eigentlich diese übergroße Kleidung, die sie trug? Das konnte man auch nicht rausfinden. Und man vermutet, dass es ein Uniformstück im Hotel- und Gastronomiegewerbe ist. So sah es jedenfalls aus. Mit einem Kugelschreiber wurde auf dem Rückenetikett Folgendes geschrieben: P. Punkt, Suarez. Und die Initialen TK sind dort auch noch versehen. Und natürlich, ja, die Marke Rowan Petits. Und was auch ganz wichtig ist, zu sagen, dass Rachels Stiefel fehlten. Ja, Crime Watch UK hat sich dem Fall natürlich auch angenommen. Und man hat natürlich den Zeugen gesucht. Also man ist natürlich davon ausgegangen, dass der Mann in dem orangefarbenen Mini Cooper, der sie ja wieder zurückgebracht hat, natürlich überhaupt nichts mit der Tat zu tun hat, sondern er wird in diesem Fall natürlich als Zeuge gesehen. Und man hofft, dass man ihn findet und dass er sich meldet und dass natürlich auch alles anonym bleibt. Wenn er jetzt zum Beispiel denkt, dass jetzt diese Aktion mit einer Prostituierten rauskommt oder ähnliches für seine Familie oder so, dann ist natürlich die Polizei da sehr diskret, ganz klar. Und ja, also ja, dann wollte man natürlich auch bei Crime Watch UK herausfinden, woher die Kleidung stammt und man wollte auch herausfinden, wer diese angebliche Freundin war, bei der sie übernachtet hatte. Genau. Der Kneipenbegleiter, also diese unbekannte männliche Person, wurde beim Beschrieben mit einem, ja, und zwar hat er wohl einen dunklen Ton besessen, war also eher so griechisch-arabisch angehaucht. 1987 war diese Person zwischen 35 und 45 Jahre alt. Hatte schwarze Haare, war 1,75 Meter groß und hatte wohl eine goldumrandende Brille, wenn man das so sagt, ja, genau, und eine Skijacke an. Er trug einen großen Medaillonring an der linken Hand und genau, und es kann auch eine Verbindung zum Mord, ja,
zum nächsten Mord, den ich euch jetzt gleich mal vorstellen möchte, gezogen werden. Höchstwahrscheinlich. Warum? Dazu kommen wir gleich. Jedenfalls geht es, haben wir jetzt zu dem Fall von Rachel nichts mehr zu sagen. Keine weiteren Hinweise sind eingegangen bei Crime Watch UK oder ähnliches. Und der nächste Mord, der dann sich ereignete, der ereignete sich sogar vorher. Ja, das kam ja dann auch noch so raus, dass der Fall vorher war. Und zwar geht es hier um den Mord an Marina Monte. Marina wurde 1960 geboren, war also 1987 27 Jahre alt. Sie war heroinabhängig und auch eine Prostituierte. Am Samstag, den 24. Januar 1987, verließ sie um 22:30 Uhr ihr Hotel, um auf Freiersuche zu gehen. Ich muss auch dazu sagen, wir sind hier sehr close. Ja, also sehr, sehr nah an der Zeit, an der der zweite Mord passiert ist. Ja, also wir sind hier am 24. Januar. Das andere ist dann sozusagen am 25. einen Tag später passiert. Und am 26. fand man ja schon die Leiche von Rachel. Nur mal so zeitlich abgegrenzt, damit ihr euch so eine Vorstellung habt. Also Samstag, 24. Januar, 22:30 Uhr ist also Marina losgezogen. Und ihre, ja, also man hat nichts weiter mehr rekonstruieren können. Aber am nächsten Tag, also am 25. Januar um 7:15 Uhr, wurde dann ihre Leiche gefunden, und zwar in der Nähe einer Eisenbahnkreuzung. Ja, auch bei ihr fehlten ihre Stiefel. Also, wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Ich fasse dann nachher nochmal gerne zusammen. Und ihre Handtasche fehlte. Sie wurde ebenfalls erdrosselt, und es gab auch hier stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Ein Bahnwärter sah um 23 Uhr, ja, also wie gesagt, sie ist ja 22:30 Uhr losgezogen. Eine halbe Stunde später, 23 Uhr, sah er wohl ein kleines Auto an der Stelle stehen, an der später die Leiche von Marina gefunden wurde. Und auch dieser Fall war bei Crime Watch UK zu sehen. Wir haben jetzt folgende Verdächtige. Und zwar, der erste Verdächtige ist der Diplomat. Ja, was steckt dahinter? Im März 1987 wurde ein mexikanischer Diplomat 30 Stunden verhört. Und zwar ging es um diese beiden Morde. Wie wir wissen, sind beide Morde im Januar passiert. Ja, im März wurde dieser Herr 30 Stunden lang verhört. Er sagte, er sei unschuldig, und man konnte ihm nichts nachweisen und hat ihn dann gehen lassen. Das war der erste Verdächtige. Der zweite Verdächtige war ein 32-jähriger Mann, der wurde später in Südafrika befragt. Er soll eine Prostituierte ausgeraubt haben und eine andere Frau oder eine Frau gezwungen haben, für ihn sich zu prostituieren. Ja, aber man hat da auch nichts weiter gefunden, keine bestimmten Hinweise oder ähnliches. Ja, also wie gesagt, die beiden Fälle sind Cold Case-Fälle. Die Akten sind weiterhin geöffnet, weil man natürlich auch aus der Bevölkerung, ja, hofft, dass da noch irgendwie Hinweise ja, rumkommen. Und man geht ja davon aus, dass es derselbe Täter ist. So. Das einmal dazu. Jetzt füge ich das mal einfach zusammen. Also, wir haben Marina. Marina ist am 24. Januar losgezogen, abends. Und sie war Prostituierte, sie war auch abhängig, also sie war heroinabhängig. Und
im Vergleich zu Rachel. Rachel war alkoholabhängig, auch eine Prostituierte. Ist auch abends losgezogen. Und bei beiden, wie gesagt, die Marina wurde am 25. Januar morgens gefunden und Rachel wurde am 26. Januar mittags gefunden. Also sie wäre wahrscheinlich auch früher gefunden worden, aber sie war ja in dieser abgeschlossenen Garage abgelegt worden. Und genau. Ähnlichkeiten der Fälle, ganz klar. Es hat jemand auf Prostituierte abgesehen. Die werden eher nicht so vermisst von ihren Familien zum Beispiel. Also da hat dann, oder jemand hat da wirklich so einen Hass auf Frauen oder einen Hass auf Prostituierte im Allgemeinen. Und ja, also es ist halt so, dass beide stumpfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf erlitten haben, dass beide erdrosselt wurden, bei beiden fehlten die Stiefel, vielleicht eine Trophäe des Täters. Es ist so, also man kann wirklich davon ausgehen, dass es hier sich um einen und denselben Täter handeln könnte. Und ich würde gerne wissen, ob es dort auch ja, DNA-Spuren gab. Das würde mich so interessieren. Ich habe nichts gefunden darüber. Und wenn man da wirklich das finden würde und dann würde das übereinstimmen, dann würde ich sagen, na klar, das ist ein und derselbe Täter. Jetzt haben wir die DNA vielleicht auch. Wäre natürlich super in den beiden Fällen, wenn man das finden würde. Ja, das einmal dazu. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele von euch, die sich damit beschäftigen, mit True Crime Fällen und so weiter, die wissen sicherlich auch, was das bei einem Täter, der mordet und danach wieder mordet, dass es da eine bestimmte Zeit dazwischen ist, diese Cooldown-Phase. Und es kommt ja auf den Täter drauf an, auf die Situation und so weiter. Und vielleicht auch auf die Lebensumstände des Täters, wie lange diese Cooldown-Phase dauern kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass es ein und derselbe Täter ist. Und dann hat der Täter wirklich keine lange Cooldown-Phase gehabt. Denn, wie gesagt, wenn er sie am 24. also Marina am 24. Ab nachts, so gut wie nachts, ja, angegriffen hat und getötet hat. Und dann Rachel einen Tag später, genau 24, also ich würde sagen, knapp 24 Stunden später, ist ja Rachel verschwunden. Und auch wenn man nächsten Tag erst die Leiche gefunden hat, trotzdem ist das Ganze sicherlich in der Nacht passiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das sehr krass, dass seine Cooldown-Phase so kurz war, von 24 Stunden, dass er dann einfach wieder die Lust hatte und das Bedürfnis vielleicht auch hatte, zu töten. Und das innerhalb von so kurzer Zeit. Und das muss einem echt zu bedenken geben. Man weiß natürlich nicht, ob er weitergemacht hat, ob irgendwelche anderen Fälle dazugehören, weil es kann immer sein, dass ein Täter umzieht und dann irgendwo anders beginnt wieder so eine, ich sag mal, Mordserie. Oder wenn das nur eine Prostituierte, also nur wenn das jetzt ein Fall von einer Prostituierten ist, spricht man ja nicht von einer Mordserie. Aber wenn er dann vielleicht auch rumgereist ist, dann ist es natürlich schwierig, die Fälle zusammenzuziehen. Und ja, ich sag mal, herauszufinden, ob diese Fälle zusammengehören. Ja, vielleicht hat er auch einen anderen Job angenommen, wo er viel reisen konnte. Vielleicht mit dem LKW. Man weiß es nicht, ja. Man weiß es bis heute nicht. Ich finde das auf jeden Fall sehr krass. Und ich denke, wir haben es hier sicherlich mit einem Serienmörder zu tun. Und ich glaube nicht, dass er, wenn er seine Cooldown-Phase
wenn seine Cooldown-Phase 24 Stunden gedauert hat, glaube ich nicht, dass er danach aufgehört hat. Also deswegen denke ich, es wird weitere Opfer gegeben haben. Ja, das einmal dazu. Was sagt ihr zu diesem Fall oder zu den beiden Fällen? Ja, wie gesagt, ich habe die jetzt in eins zusammengefasst, damit ihr einen Überblick habt, dass es wirklich sein kann, dass es ein und derselbe Täter ist, weil es einfach so viele Übereinstimmigkeiten gibt. Und ja, genau. Ja, schreibt mir da doch auf jeden Fall gerne eure Meinung dazu. Ja, und jetzt kommen wir zu einem wirklich Ex. Das sind ja schon zwei krasse Fälle gewesen. Aber Leute, schnallt euch an. Ich muss euch jetzt eine Triggerwarnung mal aussprechen oder, ne? Der zweite Fall kommt aus Japan und ist wirklich sehr, sehr krass. Und ja, wenn ihr sowas Krasses nicht abkönnt, dann ja, hört doch einfach meine letzte Folge, wenn ihr möchtet. Oder wartet dann auf die nächste Folge. Und ja, wie gesagt, Triggerwarnung jetzt für den zweiten großen Fall heute aus Japan. Hier geht es um das Jahr 1994 und zwar geht es um den Mord an Saichi Kawamura. Und seid auf jeden Fall gespannt, schnallt euch an, es wird wirklich sehr krass. Ja, so, dann würde ich sagen, wir starten in den Fall. Saichi wurde 1959 geboren und hat Architektur studiert und arbeitete 1994 in einer Baufirma in Tokio. Also er war sozusagen, würde ich sagen, der Leiter. Also es war noch, hatte noch einen Chef über sich, aber er hat da wirklich schon sich gut in dieser Firma hochgearbeitet. Und er war 35 Jahre alt und leitete in dem Sinne ja das Unternehmen. Seine Frau Guizi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, war im April, 19, also wo das passiert ist, im April 1994 mit dem zweiten Kind schwanger. Also war wirklich kurz vor der Geburt. Also ich denke, das sollte wahrscheinlich im April schon kommen. Sie hatten einen älteren Sohn schon, dieser kam gerade zur Schule. So, Saishi war Alleinverdiener, seine Frau war zu Hause, nicht nur weil sie jetzt hochschwanger ist, sondern auch allgemein. Sie gehörten zur Elite Tokios, also waren gut situiert, also ja, er hat halt super verdient und genau, sie hatten ein Haus und zwar in der Nähe des Inokashira Parks. Das ist echt ein, also ich habe da Bilder gesehen, das ist so ein toller Park, Leute. Wirklich, also ich denke mal, wenn der Sommer ist oder Frühling und alles blüht, ja, wieso halt die Parks sind, ne? Mit verschiedenen Weihern und ja, Bäume, Blumen, alles Mögliche, viele verschiedene Tiere, aber das hat ja jede Stadt, denke ich mal. Und wie gesagt, das inmitten von Tokio, also zwar ein bisschen außerhalb, aber ihr wisst, was ich meine. Die riesen Millionenstadt Metropole, ja. Ja, es geht hier um den 21. April 1994. An diesem Abend war Saichi mit Freunden unterwegs, also mit Freunden und Kollegen aus der Firma. Und zwar wollten sie dann erstmal was trinken gehen in einer Bar, also ganz normal, und danach in eine Karaoke-Bar weiterziehen. Und nach diesem Abend in der Karaoke-Bar, es war ungefähr 23 Uhr, wollte er zum Zug gehen und mit dem Zug nach Hause fahren. Also man muss dazu sagen, dass die Haltestelle des Zugs in der Nähe von dem bestimmten Park war, wo auch in der Nähe die Familie wohnte. Und deswegen hat er sich überlegt, jetzt würde mit dem Zug fahren. Und er wurde auch definitiv an dem Bahnhof gesehen, ja, um 23 Uhr. Man weiß aber nicht genau, ob er wirklich in den Zug gestiegen ist oder nicht. Er kam jedenfalls nicht zu Hause an. Seine Frau Guizi hat dann natürlich sich totale Sorgen gemacht und
ja, man wusste halt nicht, was los war. Sie alarmierte auf jeden Fall die Polizei, sie konnte keinen erreichen, von den Freunden und so weiter. Und ja, was jetzt kommt, ist natürlich wieder sehr tragisch, denn die Polizei sagte ihr, ja, ihr Mann ist 35 Jahre alt, alt genug, zu entscheiden, wo er sich aufhält. Es ist ja auch richtig. Aber wenn ein Familienvater verschwindet, der ja sonst sehr zuverlässig ist, dann, sorry Leute, aber da muss die Polizei reagieren. Sorry. Es gibt ja kein Gesetz, und das haben wir so oft schon gehört, es gibt kein Gesetz, das besagt, man muss 48 Stunden warten, bevor man jemanden vermisst meldet und eine Suche, ja, beginnen kann, wie auch immer. Und ja, man sagt ihr genau dies. Sie soll bitte in 2 bis 3 Tagen wiederkommen. Vielleicht taucht ja ihr Mann in der Zwischenzeit schon auf und dann hätte sich das erledigt. Aber jetzt könnte man nichts tun. Unfassbar. Natürlich hat sie gesagt, ja, kann man nichts machen, man kann die Polizei ja nicht zwingen, aber man kann selber was tun. Also hat sie natürlich Freunde, Familienangehörige alarmiert und die sind natürlich auf die Suche nach Sayishi gegangen. Am 23. April, also 2 Tage später, war eine Frau von der Stadtreinigung in dem Park, in dem speziellen Park, von dem wir ja schon die ganze Zeit sprechen, unterwegs und wollte Müll, ja, Mülltonnen entleeren und auch reinigen. Und genau, wollte den Park sozusagen säubern und hat in dieser Mülltonne Mülltüten gefunden, schwarze Mülltüten. Und ja, war ein bisschen, warum auch immer man das macht, aber bei ihr war es so. Sie hat es gemacht, sie hat in diese Tüte reingeguckt. Sie hat gedacht, das wären Fischabfälle und hat gedacht, okay, das könnte man den Katzen noch geben oder ähnliches, die da so rumstreunern wahrscheinlich, meinte sie, diese Katzen. Und hat dann die Tüte, also den Müllbeutel rausgenommen, hat gemerkt, oh, da ist noch eine zweite Mülltüte und hat die auch rausgenommen, guckt rein und sieht auf einmal einen menschlichen Knöchel. Ja. Natürlich total erschrocken, sofort Polizei alarmiert, alles abgesperrt, also der ganze Park eigentlich. Und dann ging die Suche los, Leute. Da ging die Suche los und es wird bizarr. Ich sag's euch, es wird sehr bizarr in diesem Fall. Ja, wie ich schon mal sagte, wurde natürlich die Suche nach weiteren Leichenteilen, man muss es leider so sagen, ausgeweitet und man fand im Umkreis in 7 weiteren Mülltonnen fand man dieselben schwarzen Plastiktüten und in jeder, also jede Plastiktüte enthielt und eine unterschiedliche Anzahl von Leichenteilen. Leute, also unvorstellbar. Insgesamt wurden 27 Leichenteile geborgen mit insgesamt 20 Kilogramm. Und ja, also das ist auf jeden Fall, also als ich den Fall, ich habe den ja einfach nur so rausgesucht und wusste ja nicht, was dahinter steckt, aber Leute, da macht sich einer die Mühe, ermordet ihn, zerteilt ihn, wir kommen auch noch mal drauf zu sprechen, was jetzt genau da gewesen ist, also beziehungsweise wie genau das passiert ist oder genau. Ja, und dann in Müllbeutel packen und dann in 7 verschiedenen Mülleimern zu entsorgen. So, aber ich sag euch da noch mal genaueres zu. Also, die Arme. Genau, Arme und Teile der Brust waren dort gefunden worden und ein Drittel, insgesamt ein Drittel des Körpers wurde gefunden. Der Kopf wurde nicht gefunden, die Hände wurden nicht gefunden
Hundertprozentig zur Identifizierung des Opfers, deswegen dort nicht entsorgt. Und jetzt kommen wir zu etwas sehr, sehr Gruseligem, finde ich. Und zwar ist es halt sehr merkwürdig, dass ja, die Körperteile, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll, ja, die Körperteile waren perfekt in 20 cm große quadratische Stücke geschnitten. Das muss man sich mal vorstellen. Man geht davon aus, dass die so geschnitten wurden, die Körperteile, in diese Form, weil die Öffnung der Mülleimer war 20 mal 30 Zentimeter. Und damit das irgendwie reinpasst, hat man das so gemacht. Aber Leute, dann muss man das doch vorher wissen. Das muss man doch vorher wissen, wie groß ich die Stücke schneide. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist zwar jetzt echt bizarr, aber es ist irgendwie für mich echt total unglaublich, dass sowas passieren kann. Und ja, also wie gesagt, das wurde halt in dem Sinne passend gemacht, um in die Mülleimer das hineinzubringen. Und genau, vermutlich wurde dies, weil es so präzise war, mit einer elektrischen Säge ja, gemacht. Also wurde der Körper so zugeschnitten, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, man fand auch kein überschüssiges Blut, was darauf hinweist, dass der Täter oder die Täter den Körper von Saishi ausbluten haben lassen. Ich hoffe, das Deutsch war richtig. Und genau. Die Frage ist natürlich, wo kann jemand sowas tun? Das ist immer die Quizfrage hier in den ganzen Fällen. Wo kann man so eine Aktion durchführen? Und wo hat man die Möglichkeit, einen Körper ausbluten zu lassen? Wo hat man die Möglichkeit, jemand mit einer elektrischen Säge so zu zerteilen, fein säuberlich in Quadrate? Es ist mir. Also der Fall hat mich total umgehauen, ganz ehrlich. Ihr wisst es, ihr beschäftigt euch auch mit True Crime, aber solche Fälle sind so selten, oder? Das sind, also, ja, das ist unfassbar. Ja, jedenfalls, was nie gefunden wurde, wie ich schon gesagt habe, Kopf, Hände, Teile der Brust und seine Genitalien wurden auch nie gefunden. Vermutlich, wie gesagt, die Identität sollte verborgen bleiben. Und genau, an der Rippe wurde eine Schnittwunde gefunden. Und es gab auch leichte Spuren von inneren Blutungen. Ja, aber wie gesagt, er ist ja ausgeblutet worden oder gelassen worden. Und ja, trotzdem, innere Blutungen sollten wohl dort leichte Spuren vorhanden sein. Und genau, ach so, ja, genau. Und zwar im Muskel. Im Muskel, deswegen hat man das herausgefunden, weil das der Muskel so speziell aussah. Und wenn der so aussah, wie er aussah, dann kann es zu inneren Blutungen gekommen sein. Also von daher, genau. Und nicht nur das, sondern wenn der Muskel so aussah, wie er aussah, ich sage es nochmal, ja, dann war er bei der Zerteilung wohl noch am Leben. Das ist auch noch sehr krass zu sagen. Am 25. April kam dann die offizielle Vermisstenmeldung von Guizhi. Und ja, man hat ja, wie gesagt, die Leichenteile gefunden. Es gab dann auch hier, weil man ja auch gesehen hat, dass es eine männliche Person war und dann die Vermisstenanzeige kam, dass man natürlich eine DNA-Probe gemacht hat und da kam dann raus, dass es wirklich Saishi war, der dort ja teilweise gefunden wurde. So schlimm, wie es auch klingt, es ist nun mal so.
Seine Frau galt zuerst als Hauptverdächtige, was ich so einfach absurd finde. Und sicherlich, Frauen können sowas auch machen. Und viele denken, ja, Frauen können ja nicht, ja, und dann haben die dann die Kettensäge und so weiter. Wenn die Person schon, was ich, bewusstlos ist oder so, dann können auch Frauen einen Körper mit einer Kettensäge zerteilen. Sorry, also, ne, natürlich, klar. Aber absurd finde ich das einfach, weil sie war ja auch hochschwanger, ne? Es hätte sein können, dass sie vielleicht jemanden Neues an ihrer Seite hat, der das durchgeführt hat, weil sie war ja hochschwanger. Das hätte alles sein können, ja. Also wenn man dann da so weiterspinnt, dann wäre das dann so vielleicht eine Möglichkeit. Sie wurde aber später von der Liste natürlich gestrichen, der Verdächtigen. Ja, natürlich ist auch der Tatort eine Frage, die hier auch nicht beantwortet werden kann. Und ja, also der Täter muss halt, wie gesagt, zu so einem Ort Zugang gehabt haben, um ungestört arbeiten zu können, wenn man das so sagen darf, ja. Ja, und auch die Maschinen, ne? Diese speziellen Maschinen, die man auch dafür bräuchte, da muss er auch einen Zugang zu gehabt haben. Genau, also unfassbar. Also seitdem ich diesen Fall recherchiert habe, muss ich euch sagen, ich habe sofort diesen Fall Denise erzählt und auch Nadine. Ne? Nadine kennt ihr sicherlich noch. Mit Nadine habe ich ja die Anfangsfolgen hier in diesem Podcast zusammen gemacht. Nadine habe ich das erzählt und mit Denise mache ich ja Crime for Life, den Podcast, den zweiten Podcast. Und ja, ich musste das einfach loswerden. Und da habe ich das den beiden Mädels dann mal erzählt, weil ich den Fall einfach so krass finde. Ja, und ein Zeuge sah auch zwei Männer im Park, die Plastiktüten trugen, also auch schwarze Plastiktüten. Das muss nichts heißen, es kann aber damit zusammenhängen, was man da gesehen hat. Beziehungsweise das, was mit Saishi passiert ist, im Zusammenhang steht mit dieser Beobachtung dieser Zeugen im Park. Ja, die erste Theorie möchte ich euch hier mal vorstellen, ist, dass er verprügelt wurde. Und zwar am Bahnhof von Shinjuku verliert sich, wie gesagt, Saishis Spur. Und in der Nacht vor dem Verschwinden von Saishi soll er verprügelt worden sein und so nach Hause gekommen sein. Aber seine Frau widerlegt das. Also sie widerspricht, sie sagt, ein Tag vorher ist er ganz normal nach Hause gekommen, er hatte keine Verletzungen, er wurde nicht verprügelt, weil es einige Zeugen gab, die angegeben haben, dass er wohl verprügelt worden sei. Also einen Tag vor seinem Verschwinden. Und sie sagte, nein, er kam ganz normal nach Hause ohne irgendwelche Verletzungen. Ja, genau, das wollte ich nur einmal so als erste Theorie gesagt haben. Die zweite Theorie ist, dass ein Unfall passiert ist. Denn gegen 21 Uhr hat sich wohl irgendein Autounfall dort in der Nähe ereignet. Also Zeugen, die das gehört haben, bestätigen dies, aber man weiß nicht, was da passiert ist. Man hat also quietschende Reifen gehört, also so, und dann irgendwie einen Aufprall auch. Was aber da nicht so wirklich mit hineinpasst, ist einfach die Uhrzeit, Leute. Also der Autounfall soll um 21 Uhr gewesen sein. Er ist aber erst 23 Uhr aus der Karaoke-Ball losgestiefelt. Also ja, kommt das nicht hin. Also kann er nicht 2 Stunden vorher einen Autounfall gehabt haben. Also hat man diese Theorie des Unfalls, zumindest das, was jetzt bezeugt wurde, vom Geräusch her, erstmal außen vor gelassen. Die dritte Theorie ist eine Glaubensgemeinschaft.
Das lasse ich so mal dahingestellt. Da habe ich nichts weiter zu gefunden. Das wurde einfach so in den Raum geworfen, dass da vielleicht irgendwie, weiß nicht, ob das sich da um eine Sekte handelt, dass da irgendjemand, ja, dass er vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ich habe keine Ahnung, ne? Genau, das kann aber auch mit der vierten Theorie auch zusammenhängen, weil die vierte Theorie ist, dass er ein Zufallsopfer war. Ja, aber da habe ich auch nicht mehr zu gefunden. Das finde ich auch immer traurig, dass die Theorien immer also dass man dann irgendwie Theorien aufstellt, aber das nicht irgendwie so ein bisschen konkretisieren kann. Und ja, im Jahr 2014 wurde der Teich im Park trockengelegt, zwecks eigentlich wegen Wildtiere. Und natürlich hat man da auch nach ja, verschwundenen Leichenteilen von Saishi auch nochmal nachgeguckt, weil man davon ausgegangen ist, vielleicht wurden dann auch in diesem Teich einige Leichenteile entsorgt. Man hat aber nie irgendwie die restlichen Leichenteile gefunden. Was ich aber sehr, sehr krass finde, was jetzt kommt, ist wirklich, finde ich, unfassbar. Denn natürlich hat seine Frau erfahren, dass Saishi so ermordet wurde, dass er tot ist. Und sie hat es vor dem Vater von Saishi einfach verheimlicht. Sie hat dem Vater von Saishi, also ihrem Schwiegervater, erzählt, dass er ja ins Ausland gegangen ist und dort arbeitet. Und ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Was soll ich dazu sagen? Ja, also wie gesagt, es wurde dem Vater einfach gesagt, ja, dein Sohn ist ins Ausland gegangen und arbeitet jetzt dort. So, aber ich hätte als Vater trotzdem noch hinterfragt, warum nimmt er euch nicht mit? Seine Familie. Und das ist so, was ich ein bisschen eigenartig finde. Und ja, Guizi hat dann wieder geheiratet. Und ja, mehr habe ich darüber auch nicht weiter in Erfahrung bringen können. Nur, dass der Cold Case-Fall hier auch eine offene Akte hat. Und ja, was soll ich euch sagen? Es ist wirklich so, dass es in Japan auch heißt, Mord verjährt nach 30 Jahren. Und zwar wäre das dann im April 2024. Da würde der Mord verjährt sein und der Täter könnte nicht mehr belangt werden. Und man hat schon gesagt, wenn man bis zu diesem Zeitpunkt nichts weiter gefunden hat, kein Täter oder ähnliche Hinweise dann auf den Täter, dann wird für immer diese Akte geschlossen werden. Und da wird auch nicht mehr Nachforschung gemacht oder ähnliches. Und ich fände es so schlimm. Was meint ihr? Also es kommt ja immer wieder auf, dass in manchen Ländern Mord nach 30 Jahren verjährt. Und wer hat eigentlich gesagt, also wer hat überhaupt das Gesetz gemacht, dass Mord verjährt und dann nach 30 Jahren? Warum sagt man nicht Mord verjährt nach 50 Jahren, Mord verjährt nach 10 Jahren, was ich schon krass finden würde. Aber ich weiß, also ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Warum sind in einigen Ländern die Regelungen so, dass Mord verjährt und in manchen, dass Mord nicht verjährt. Also, ich meine, was hat man davon als Land zu sagen, in unserem Land verjährt Mord nach 30 Jahren? Was hat man davon? Was hat man davon? Wenn man nach 40 Jahren den Fall aufklärt, den Mörder hat und der seit 40 Jahren frei rumläuft, ganz ehrlich, kannst du ihn nicht mehr belangen und läuft weiter frei rum? Stellt euch mal vor, er würde seit 40 Jahren in der Nachbarschaft des Opfers leben. Und hat noch Kontakt zu der Familie vielleicht. Boah, wie widerlich wäre das? Darf man sich gar nicht vorstellen. Das wäre echt richtig widerlich. Oh Gott.
Naja, es wird vielleicht in manchen Fällen so sein. Hoffen wir nicht. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist, dass man weiß nicht, was man für Nachbarn hat manchmal. Und es haben schon viele Serienmörder eigentlich gute Nachbarschaften gepflegt. Und alle haben mir gesagt, ach, das war ein netter, freundlicher Mann und hilfsbereit. Der hat immer geholfen, wenn irgendwie mal Not am Mann war. Der hat auf die Kinder aufgepasst oder Babysitting oder sonst irgendwas. Also man kann sich verstellen, ne? Das ist ganz klar. Also deswegen sage ich auch immer Augen auf, hinterfragt. Natürlich nicht zu viel, immer so im gesunden Maße. Aber man sollte trotzdem hinterfragen. Meine Meinung. Aber das habe ich euch ja schon so oft erzählt, ne? Genau. Ja, aber das noch mal einmal dazu. Ja, Leute, richtig, richtig krasser Fall. Ich hoffe, der Fall war interessant für euch. Schreibt mir doch gerne, wenn ihr den Podcast auf YouTube hört, gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr von gerade diesem Fall hier aus Japan ja, was ihr darüber denkt, eure Meinung dazu gerne. Ansonsten auch über Instagram, time_forcrime, gerne und auch gerne Sprachnachrichten. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich entlasse euch jetzt mit diesem krassen Fall oder diesen krassen Fällen. Heute, ja, entlasse ich euch ins Wochenende und wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Dienstag wie gewohnt wieder. Bis dahin, wie ich immer sage, passt alle auf euch auf und macht es gut. Bis dann. Ciao.